Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und ich habe heute mal wieder eine Bearbeitung des Familiensystems vorbereitet. Das ist immer so ein Allzeitklassiker, also da kann man eigentlich nie genug davon kriegen und das von unterschiedlichen Blickwinkeln und Blickrichtungen auch betrachten. Das merke ich auch bei mir immer bei den inneren Kindkursen, wenn Leute öfter mal so innere Kindaufarbeitungsseminare machen und dann immer auf ganz andere Themen kommen. Und durch das, dass das so ein großes Gebiet ist, kann man das natürlich auch ganz super immer wieder auf unterschiedliche Arten entdecken. Und mir wird sowieso relativ schnell langweilig, wenn ich etwas permanent wiederhole. Also für mich passt das sowieso, wenn ich da immer neue Winkel und unter einem neuen Winkel eben das Ganze belichten kann. Heute schauen wir uns das Familiensystem unter dem Thema Eigenverantwortung an. Und damit wir da ein bisschen reinkommen, möchte ich ein paar Worte zur Einleitung gleich mal loswerden. Und zwar geht es aus meiner Sicht für die meisten Menschen, die so in der westlichen Welt aufwachsen, darum, dass die mal spüren, dass niemand ihnen etwas zu sagen hat. Das heißt, du bist grundsätzlich erwachsen, du bist eine gewisse Autorität und man sollte mal erkennen, dass man niemanden mehr über sich hat oder jemanden, der über einen bestimmen kann. Und das ist so ein bisschen so diese Erwachsenenverantwortung. Nur lernen wir das eben nicht. Wir lernen in unserer Gesellschaft, wir kommen auf die Welt, wir sind klein, wir wissen nichts. Dann erzählen uns unsere Eltern, unsere Großeltern erzählen uns die Welt. Nach unseren Eltern erzählen uns dann unsere Lehrer die Welt. Dann womöglich noch irgendwelche Freunde, die ja so viel weiter und so viel gescheiter sind, als wir es sind. Dann irgendwelche Universitätsprofessoren und Professorinnen. Dann erzählt uns irgendwann mal Vater Staat, wie die Welt eigentlich funktionieren hat. Und wir hören immer brav zu. Und manchmal nicken wir, manchmal begehren wir etwas auf, aber letzten Endes kommen wir eigentlich gar nie in so diese Eigenverantwortung und dieses Gefühl, Moment, ich bin ein erwachsener, vollmündiger Mensch und ich kann ja hoffentlich mal die Verantwortung für mich selber übernehmen. Und wenn wir jetzt dieses Denken, dieses mir sagt jemand, wo es lang geht, wenn man diesen Gedanken etwas weiterspinnt, dann kommen wir automatisch auch wieder zurück zu den Punkten, wo wir uns am kleinsten gefühlt haben. Und am kleinsten haben wir uns nun mal gefühlt, natürlich als Kind. Und diese Beeindruckungen, die wir da gespeichert haben von damals, die erlauben dann letzten Endes auch, dass wir uns permanent noch Dinge erzählen lassen, dass wir permanent glauben, etwas nicht zu wissen oder zu klein oder zu dumm zu sein. Und so entstehen dann einfach immer wieder so energetische Vermischungen. Und im Familiensystem ist es dann auch so, dass jemand, der immer wieder sagt, naja, er hat die großartige Erfahrung, er hat die große Erfahrung oder das repräsentiert, er sagt dir, wo die Welt läuft oder wie die Welt läuft. Und das sind halt mal eben, wie gesagt, die Eltern ganz oft, dass man dann glaubt, okay, die wissen was, was ich nicht weiß oder die haben was entdeckt, was ich noch nicht weiß. Und das stimmt im Prinzip jetzt nicht. Ich sage, ich rede jetzt nicht vom Wissen, aber ich rede jetzt einmal von der Qualität, wie du dein Leben am besten für dich führst. Das musst schon du entscheiden und du wissen. Ab einem gewissen Alter. Da kann dir niemand sagen, führ dein Leben auf diese Art und Weise, mach diesen Job, weil das ist der Richtige. Heirate diesen Menschen, weil der ist genau der Richtige für dich. Das kann dir ja niemand sagen. Und wenn es dir wer sagt, kannst du dann mal sagen, na, wenn der Job nicht klappt, na, oder die Ehe nicht gut geht, kann man immer noch sagen, ja, ihr habt mir den ja eingeredet, ich wollte ja gar nicht. Ne? Das heißt, diese Eigenverantwortung ist da ein ganz wesentlicher Punkt, um uns auch bewusst zu werden, dass wir in diese Erwachsenenenergie einfach mal eintauchen. Und Erwachsenenenergie heißt für mich eigentlich, selbstverantwortlich, voll in dieser Eigenverantwortung zu sein und da ganz klar auch sich zu spüren. Und Eigenverantwortung heißt einfach auch, ich trage die Konsequenzen für das, was ich tue, aber natürlich auch die Konsequenzen für das, was ich lasse. Und da geht es, wie gesagt, das wird eh ganz oft auch gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass du dann schuld an etwas bist. Es geht jetzt nicht um Schuldigkeit oder Recht und Sühne und diese ganzen Geschichten, sondern es geht in der Tat nur darum, dass du mal
klar sagst, ich setze folgende Schritte, ich setze gewisse Schritte in meinem Leben und ich werde dann auch die Früchte dieser Schritte ernten. Ganz einfach. Und so ist man dann in der Eigenverantwortung. Und wenn du jetzt permanent in den Fußstapfen eines Vorgängers gehst, eines Ahnen gehst, dann ist es ganz schwierig, dass du dein volles Potenzial entwickelst. Weil man muss ja permanent dann in diesen Rahmen passen, der vorgegeben wurde. Und nach meinem Dafürhalten ist es wirklich so, dass ich sage, das Leben will sich eigentlich weiterentwickeln, das will sich eigentlich ausdehnen. Und da möchte auch immer wieder was Neues reinkommen. Das heißt jetzt nicht, dass es per se schlecht ist oder negativ sein muss, wenn ich jetzt denselben Beruf wie die Eltern wähle oder einen Betrieb übernehme oder Häuser übernehme von den Eltern und dort dann immer drinnen wohnen bleibe. Das ist ja jetzt per se noch nicht negativ. Wenn es zu einem passt und wenn es zur eigenen Entwicklung wirklich dazu passt und zum eigenen Weg passt und jemand erfüllt ist dadurch, was er tut, dann passt ja das wunderbar. Dann brauchen wir ja nicht reden. Nur oftmal kommen dann Leute und der Energielevel sinkt immer weiter runter und die sind immer gedämpfter, 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 weil sie letzten Endes eigentlich nie wirklich gefordert werden. Das heißt, sie werden nie gefordert, ihre ganze Energie, ihre ganze Kraft da zu entfalten und richtig aufzumachen. Ja, und die heutige Übung, die heutige Meditation soll dich jetzt einfach dabei unterstützen, dass du ganz in diese Eigenverantwortung kommst und dadurch lösen wir dann Familienverstrickungen. Ja? Also eine Verkettung mit dem Familiensystem. Und wir werden es heute mal darauf belassen, dass wir sagen, wir klären das jetzt einmal ganz klar. Es geht jetzt um meine Herkunftsfamilie. Und jetzt kannst du dir ja selber mal überlegen, welche Mitglieder hast du da in deiner Herkunftsfamilie, welche Geschwister sind dir da wichtig oder wer fällt dir da ein? Und sonst werde ich mich heute in der Meditation der Einfachkeit halber einfach mal auf die Eltern beziehen. Und bei den Eltern sagt man, das ist so auf der rechten Seite, hinten ist so väterliche Seite. Und auf der linken Seite ist so die mütterliche Seite. Also deine rechte Seite väterlich, linke Seite mütterlich. Das heißt, alles, was von rechts, von hinten kommt, vom System kommt, ist aus der männlichen Linie und von links ist es von der weiblichen Linie. Und das stellen wir uns heute einfach mal wie so Schnüre, Seile, energetische Bänder vor, die wir heute einfach bearbeiten und lösen wollen. Gut. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest was mit Geschwistern machen, dann kannst du dir das auch so vorstellen. Einfach die älteren Geschwister einfach auf derselben Ebene wie dich selbst aufzustellen. Also, dass du sagst, die älteren stehen links von dir, die jüngeren stehen rechts von dir. Und dann geht das so der Reihe nach runter. Aber wie gesagt, heute, ich bleibe jetzt erstmal bei den Eltern. Um eben dieses Erwachsenensein, diese Kraft richtig zu entfalten. Gut. Dann wünsche ich eine schöne Meditation. Du kannst jetzt einfach mal tief ein- und ausatmen. Und schließ mal deine Augen. Durch diese gesamte Einleitung wurden bereits die nötigen Teile aktiviert, der väterlichen oder der mütterlichen Linie. Und du kannst dich jetzt erstmal entspannen. Du wirst in deiner Identität geschützt. Du wirst in deiner Identität behütet. Und du spürst jetzt, dass ganz viel Frieden, Leichtigkeit und Freude in dich einfließen. Und vor allem eine Menge Freiraum.
Und dieser Freiraum erlaubt dir jetzt, dass du dich noch mehr entspannst und ganz in deine innere Klarheit und deine innere Sicherheit sinkst. Du spürst, dass du jetzt in dir an einen Ort kommst, wo du wachsen kannst, wo du hundertprozentig in deine Erwachsenenenergie gehen kannst. Und Erwachsenenenergie hat nichts mit deinem physischen Alter zu tun, sondern das ist ein inneres Licht, eine innere Kraft. Und nun erlaube dir mal, in diese Kraft einzutauchen. Und betrachte er mal ganz aus dieser Eigenverantwortung raus, wo hast du denn noch Beeinflussungen von früher übernommen? Du bist also jetzt in diesem Licht der Eigenverantwortung. Und betrachtest jetzt zuerst mal deine rechte Seite. Und das ist so deine väterliche Seite, deine väterliche Linie. Und schau einfach mal, ob du das Gefühl hast, da ganz frei zu sein, dass du eben dieses Licht der Eigenverantwortung ausbreiten kannst da. Und wenn du das Gefühl hast, du bist da irgendwo gehalten, dann beginnen wir jetzt mit der Loslösung dieser Energie. Das Erste, was nun einmal in dir bewusst sein muss, in dir wachsen muss, ist das Bewusstsein, du hast dich entschieden, auf die Erde zu kommen. Du hast dich entschieden, auf die Erde zu kommen. Und deine Eltern haben sich einmal entschieden, ein Kind zu empfangen. Also du hast dich entschieden, auf die Erde zu kommen. Und deine Eltern haben sich entschieden, ein Kind zu empfangen. Das sind mal zwei Grundentscheidungen, für die jeder für sich die Verantwortung tragen muss. Du hast keine Verantwortung für die Entscheidung deiner Eltern, ein Kind zu empfangen. Und deine Eltern haben keine Verantwortung dir gegenüber, dass du auf diese Welt kommen wolltest. Und da darf jetzt einfach mal Heilung auf dieser Ebene einfließen. Ich habe keine Verantwortung für die Entscheidung meiner Eltern, ein Kind zu empfangen. Und meine Eltern tragen keinerlei Verantwortung für meine Entscheidung, hier zu inkarnieren. Haben deine Eltern deine Welt gemacht, die Welt, in der du bist? Haben sie sie geformt? Haben sie sie für dich vorbereitet? Vielleicht haben sie sich bemüht, diese Welt vorzubereiten. Oder versuchen es immer noch. Aber erkenne einfach mal, dass das ein Kampf gegen Windmühlen ist
ein hoffnungsloser Kampf. Ein Kampf, den man eigentlich immer nur verlieren kann. Erkenne in deinem tiefsten Inneren, dass diese Welt dir zum Geschenk gemacht wurde, genauso wie dir dein Körper geschenkt wurde. Und erlaube dir jetzt, dieses Geschenk voller Liebe und Dankbarkeit anzunehmen. Und sämtliche Versuche deiner Eltern, diese Welt für dich vorzubereiten, für dich zu verbessern, dürfen jetzt aus deinem System fließen. Und du spürst, wie du ein tiefes, tiefes Vertrauen in dein Dasein und deinen Körper entwickelst. Erlaube dir jetzt das Gefühl des sich rechtfertigen Müssens gegenüber deiner Elternseite, deiner männlichen Seite, das Gefühl des sich beweisens Müssens gegenüber deiner männlichen Seite, dass das jetzt ganz liebevoll gelöst wird. Atme tief ein und wieder aus. Und spür nochmal, dass sämtliche Verpflichtungen gegenüber deiner Ahnenseite, deiner Elternseiten gelöst werden können. Sätze wie: Ich werde dir oder euch immer dankbar sein. Ich kann dir oder euch niemals das zurückgeben, was ihr mir geschenkt habt. Ich werde immer versuchen, euch stolz zu machen. Also immer so Programme mit niemals oder immer, wo so eine Qualität mitschwingt, sind oftmals so Familienprogramme. Ich bin hier, eure Erwartungen umzusetzen. Ich bin hier, um eure Erwartungen umzusetzen. Auch dieser Satz darf jetzt gelöscht werden. Atme jetzt mal tief ein und dann wieder tief aus. Und aus deinem System wird nun emotionale Verwirrtheit, Orientierungslosigkeit, jeglicher Nebel einfach gelöst
sodass eine ganz tiefe, wunderschöne Klarheit in dir entsteht. Und du spürst jetzt, dass du dir erlauben kannst, neue Wege zu beschreiten, neue Dinge zu entdecken, neue Perspektiven zu eröffnen. Und dieses Neue heißt nicht, dass das immer etwas ganz Neues ist, sondern das heißt einfach, dass das, was du ab jetzt tust, 100% dir entspricht. Weil du spürst, dass du jetzt bereit bist, die Verstrickungen mit dem Familiensystem zu lösen. Und diese Verstrickungen werden jetzt ganz einfach abgetrennt, wie mit einem Schwert, das sich ganz klar durchschneidet, das hinten bei dir auf der rechten Seite und auch auf der linken Seite runterfließt. Und diese Verkettungen, Verstrickungen jetzt einfach zerschneidet. Du spürst, dass das Schwert jetzt runtergefahren ist und atmest mal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt, dass diese Schnittnarben heilen. Das heißt, dass dein Rücken in goldenes, rosarotes und blaues Licht gehüllt wird. Und du spürst, dass deine Eltern dich jetzt nicht irgendwie vermissen oder irgendwie hilflos sind, wenn du das loslässt, diese Bande, sondern dass sie selber beide frei sind. Und diese unglaubliche Freiheit, Schönheit, Klarheit und Würde kannst du jetzt in deinem Inneren voller Freude annehmen. Und du spürst, dass deine Eltern in ihrer absoluten Verantwortung ihr Leben bestreiten. Und auch du kannst wahrnehmen, dass du immer klarer, stabiler wirst, immer mehr Struktur bekommst. Und dass du immer mehr und mehr und immer weiter und weiter in deine Kraft kommst und deine eigene Verantwortung. Es löst sich jetzt ein tiefer, tiefer Stau in deinem Wurzelchakra und zusätzliche Lebensenergie wird frei. Und das ist keine Lebensenergie auf Kredit, die du dir wo ausborgen musst oder die du dir wo herholen musst, sondern diese Energie ist deine unendliche Kraft, die sich jetzt immer mehr hier manifestieren kann. Du spürst jetzt eine innere Ausrichtung und eine innere Bewusstheit. Du spürst das Licht deiner Durchsetzungskraft
Und auch das Lösen von Manipulationsenergien. Du spürst, dass du Meinungen über dich und über andere abgegeben hast und dass du nun in dir aufblühen kannst. Atme jetzt mal tief ein. Und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie du ganz klar in deiner Eigenverantwortung stehst, wie sich alte Erschöpftheiten ganz entspannt lösen. Sehr gut. Und spür jetzt mal, wie sich das anfühlt, dass du zu 100% in deiner Kraft, in deiner Eigenverantwortung bist. Spür jetzt mal, dass du nicht mehr die Kleine bist, der Kleine. Spür einfach mal, dass du jetzt hundertprozentig ganz stabil in deine Mitte gekommen bist. Und dass so jeglicher Druck von dir abfallen darf. Dass du immer sicherer, klarer und selbstbestimmter bist. Blick nochmal zurück auf deine Ahnen, deine väterliche und mütterliche Seite, deinen Vater, deine Mutter, deine Großeltern, wenn du möchtest. Und nimm einfach wahr, dass die dir ganz wohlgesonnen sind. Und dir ihren Segen schenken. Und du spürst jetzt, dass es nichts auf dieser Welt gibt, vor dem du dich fürchten musst. Dass es keine Einschränkungen gibt. Dass du selber die Meisterin und der Meister in deinem Leben bist. Dass du selber die Spezialistin und der Spezialist in deinem Leben bist. Und atme dieses Bewusstsein jetzt noch dreimal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und noch ein drittes Mal tief ein. Du bist die Spezialistin, der Spezialist in deinem Leben. Erlaube dir jetzt, diese innere Sicherheit und Ruhe mit in die Gegenwart zu nehmen. Atme nochmal tief ein und wieder aus und alle Türen in dein Familiensystem schließen sich jetzt. Gehen jetzt einfach mal zu und du bist ganz in deinem Raum. Und spür mal, wie sich dein Radius, dein Eigenverantwortungsradius gedehnt hat. Spür mal, dass da viel mehr Möglichkeiten jetzt offen sind. Und diese Möglichkeiten kommen durch deine Kraft. Bedanke dich jetzt bei deiner inneren Klarheit, deiner inneren Führung, bei deinem Ahnensystem für diese Reise. Und atme nochmal tief ein
Und wieder aus. Und beweg mal deinen Körper, streck dich mal durch. Und wenn du soweit bist, kommst du ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffnest deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise vorgefallen ist. Ja, du kannst jetzt natürlich nochmal nachspüren und einfach mal schauen, wie es sich anfühlt. Aber du siehst mal, es kann ganz einfach sein, auch so Familienthemen mal zu bearbeiten. Einfach durch ein bisschen Bewusstsein und da mal Klarheit reinzubringen. Und du kannst diese Meditation natürlich immer wieder wiederholen, diese Übungen auch, und das auch ein bisschen variieren, wenn du das möchtest. Eigenverantwortung auch immer, zum Beispiel in beruflichen Sachen, in Beziehungsthemen. Also das ist eigentlich immer eine gute Idee, wenn man daran arbeitet. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da oder abonniere den Kanal. Die Community wächst ja ständig, was mich sehr freut. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz. Und ich hoffe, bis bald. Tschüss, alles Gute.